Hallo Freunde der schonungslosen Unterhaltung. Heute beschäftigen wir uns mit der etwas älteren Y-Kollektiv-Doku Chemsex, warum einige Schwule auf Drogen Sex haben. Die meisten werden die Doku wahrscheinlich schon ausschnittsweise oder komplett gesehen haben. Sie gibt aber relativ viele Kritikpunkte her, die bisher von Funk nicht im geringsten thematisiert wurden. Dementsprechend gibt mir die Doku die Möglichkeit, über Drogenkonsum, Konsens beim Sex, Beziehungen und Ähnliches zu reden und euch ein paar Daten und Fakten dazu zu liefern. Also legen wir direkt mal los. Nicht wundern, ich habe die Geschwindigkeit des Originalvideos etwas erhöht, damit das Video insgesamt kürzer ist und ich weniger Probleme zwecks Copyright und Ähnlichem habe. Mit diesem Film brechen wir die Verschwiegenheit der schwulen Szene. Denn es gibt schwule Männer, die auf harten Drogen hemmungslosen Sex haben. Chemsex, Chem für Chemicals. Vorab, dieser intime Einblick ist nah und wuchtig und intensiv. Es geht im Grunde um Sex, um Ekstase, um Drehheit, Sexualität entwickeln. Ich bin selbst schwul und weiß, wie schwierig das ist. Was auf Sex alles lasten kann. Scham, Erwartungen. Man muss immer geil sein, man muss immer gut aussehen, man muss immer können, man muss immer Lust haben. Und das ist natürlich nicht so. Also erstmal ist es ja schön, dass der Reporter selbst mitteilt, dass er schwul ist. Das heißt, er ist, was das Thema angeht, per se nicht mehr objektiv, sondern biased. Das heißt, sofern Interpretationen vorkommen, wissen wir jetzt alle schon, dass diese wahrscheinlich der schwulen Szene wohlgesonnen sind. Die beiden Protagonisten werden gezeigt, wenn auch noch nicht vorgestellt, und man spricht zumindest kurz an, dass es für schwule Männer einige Probleme gibt, wenn es um Sex geht. Das wird aber alles später noch tiefer thematisiert. Dementsprechend erstmal weiter. Wir begleiten Tadjo und Wolf bei einem Chemsex-Wochenende. Jetzt habe ich hier zwei Flaschen Poppers. Das ist total super für Leute, die sich in den Arsch ficken lassen wollen. Sex auf Drogen wie Kokain, GHB oder Crystal Meth. Chemsex ist in der schwulen Szene keine Seltenheit. Doch die Drogen sind illegal, das Suchtpotenzial groß. Bei mir landen dann einfach die Personen, die irgendwann nicht mehr damit klargekommen sind. In diesem Film streiten wir darüber, wie gefährlich Chemsex ist. Diese allgemeine gesellschaftliche, das ist böse. Das ist halt einfach inhaltlicher Quatsch. Den Y-Kollektiv-Podcast dazu könnt ihr in der Audiothek hören. Bei einer Chemsex-Nacht mit der Kamera dabei sein, das hat es in Deutschland aber noch nicht gegeben. Genau das machen wir in diesem Film. Hier werden jetzt die beiden Protagonisten Wolf und Tadjo vorgestellt. Was leider nicht erwähnt wird, ist, wer Tadjo Müller eigentlich ist. Das ist nämlich keine unbekannte Person und einfach ein Schwuler, den man auf der Straße gefunden hat, sondern das ist ein Klimaaktivist, der bis 2021 bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung angestellt war und seitdem nur noch als Klimaaktivist und Sexworker tätig ist. Zudem fällt diese Person immer wieder durch recht radikale Gedanken und Verharmlosung von Gewalt auf, wie man auf seinem mittlerweile deswegen gesperrten Twitter-Profil sehen konnte. Dabei fallen durchaus mal solche Worte wie: Wer Klimaschutz verhindert, schafft die grüne RAF. Scheiße, aber nicht einschüchtern lassen, es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln und Shit Happens, was als Reaktion auf die tote Radfahrerin gepostet wurde. Oder natürlich sowas wie: Pipeline zu zerstören ist unsere verdammte Pflicht. Das heißt, es zeigt sich durchaus auch eine radikale Seite von Tadjo. Inwiefern diese geistigen Gehirnfürze durch Drogenkonsum verursacht wurden, mag ich nicht zu beurteilen. Wie oben erwähnt, ganz nebenbei arbeitet er übrigens als Sexworker und verdient damit mittlerweile auch ausschließlich sein Geld, da er nicht mehr für die Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet. Also auch das sollte man mal erwähnen. Zudem werden hier die Drogen Kokain, GHB und Crystal Meth angesprochen. Dass die Poppers, die im selben Moment im Hintergrund gezeigt werden, auch heikel sind und deren Wirkstoff Amylnitrit nicht frei verkauft werden darf, der ja auch starke gesundheitliche Schäden erzeugt, bleibt hier komplett unkommentiert. Aber vielleicht kommen wir darauf später noch genauer zu sprechen. Ich bin in Berlin und treffe Tadjo und Wolf. Seit vielen Jahren haben beide regelmäßig Sex auf Drogen. Wolf arbeitet in einem Teeladen. Tadjo ist Klimaaktivist. Also das ist schon sehr schwach formuliert und erklärt auch nicht, wie ausgerechnet die beiden jetzt zu der Doku gekommen sind. Also habt ihr als Y-Kollektiv dort angefragt oder wollte Tadjo diese Doku mit euch machen und hat euch deswegen kontaktiert? Seltsamerweise wird darüber komplett beschwiegen, warum und wie diese Doku zustande gekommen ist. Bevor wir uns mit ihnen in eine Nacht voller Drogen, Sex und Ekstase stürzen, wollen wir verstehen, warum sie das tun. Sex ist für mich eine wichtige Quelle einfach von Freude und Ekstase, vor allem jetzt auch in der Corona-Welt nochmal mehr. Eine Quelle von Selbsterkenntnis und Selbsttransformation und, würde ich am Endeffekt auch sagen, auch von Befreiung. Und die Chemikalien sind da sicherlich eben ein Mittel auf dem Weg dahin. Also sie sind nicht der Weg und sie sind nicht das Ziel. Tadjo und Wolf wissen, dass wir in diesem Film alles zeigen werden. Die Ekstase genauso wie die Gefahr. Weil das eine das andere bedingt. Also es geht um Selbsterkenntnis und Selbsttransformation durch Sex und Drogen. Und das Ganze soll befreiend sein. Ich will ja nichts vorwegnehmen, aber kann es einfach sein, dass man unter Drogen nicht mehr mitbekommt, wie abartig das ist, was man tut? Man alle Hemmungen verliert und vielleicht sogar sein eigenes Handeln und Denken manipuliert? Und inwiefern ist man denn freier, wenn man diese Freiheit nur unter Drogen erreichen kann? Man ist dann doch auf die Drogen angewiesen und damit per se unfrei.
Es hat alles seine zwei Seiten. Und beim Chemsex ist es genauso. Wir sind uns der Risiken, der Nebenwirkungen, wie es immer auf den Packungsbeilagen so schön heißt, voll bewusst. Ohne den Arzt und Apotheker zu fragen. Und wir wollten halt mal selbst eine Geschichte von Chemsex erzählen. Wir sind Menschen, die Chemsex machen, die darüber reden wollen. Wir wollen nicht, dass Leute ständig über uns reden. Und wir reden darüber halt auch gegen die Scham. Das ist die große Herausforderung an diesem Film. Ohne Scham über sexuelle Ekstase sprechen. Den Drogenkonsum verstehen wollen, ohne ihn gut zu heißen und die Gefahren außer Acht zu lassen. Das ist ja ein löbliches Ziel, aber wie soll man denn etwas darstellen, was quasi nicht möglich ist? Man kann den Sex unter Drogen und die Ekstase doch nicht von der Wirkung und den Gefahren der Drogen trennen. Und ohne Scham über etwas zu sprechen, bedeutet ja nicht, dass Scham nicht vollkommen okay ist, wenn es um das Thema Sexualität geht. Scham hängt ja stark mit der Wertevorstellung der eigenen Kultur zusammen. Das heißt, sobald man von sozialen Standards oder dem eigenen Wertekodex zu stark abweicht, entsteht ein natürliches Schamgefühl. Das heißt, man kann dann entweder versuchen, die Werte der Gesellschaft zu verändern, da muss man sich nicht mehr für sein Handeln schämen, oder man bringt es erst gar nicht in die Öffentlichkeit und dann ist das auch kein Problem mehr. Vor anderen Menschen, die Chemsex praktizieren, und der eigenen Bubble muss man sich ja nicht schämen, sondern nur vor der Meinung der Gesellschaft da draußen. Und ich zitiere an der Stelle gern auch mal Volker Pispers. Sowas nennen die heute Journalismus. Ich hab gelernt, wenn einer wichst, dann gucke ich weg. Die machen da einen Brennpunkt draus. Und das ist tatsächlich sehr treffend für diese Doku. Anstatt sehr vorsichtig mit dem Thema umzugehen, Grenzen auszuloten und soziale Wertevorstellungen zu wahren, wird einfach auf allem rigoros rumgetrampelt und ein Schwulendrogenporno veröffentlicht. Die Redaktionsleitung lobt das dann als eine der mutigsten Reportagen der letzten Jahre. Was hat das denn mit Mut zu tun? Exhibitionismus und Selbstinszenierung trifft es eher. Dementsprechend danke Funk! Die Chemsex-Nacht mit Tadjo und Wolf findet bereits vor Corona statt, wenige Tage vor dem ersten Lockdown. Tadjo arbeitet da noch als Klimaschutzreferent bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Doch jetzt ist Chemsex-Wochenende und das muss vorbereitet werden. In Berlin-Schöneberg beginnt Teil 1 einer Einkaufstour. Hey, ich bräuchte ganz normale schwarze Jogstraps von Barcode oder so. Ja. Was ich jetzt hier kaufe, ist also eine Jogstrap. Das ist im Grunde einfach eine Unterhose, die vorne das Package, wie man es mal deutsch sagt, akzentuiert und hinten einfach offen ist und hinten einfach meinen schönen runden Arsch zeigt. Wie bist du gerade irgendwie in... Bist du mal aufgeregt wegen heute Abend? Nee, also erstmal bin ich ein bisschen aufgeregt, weil diese ganzen Menschen um mich herum schauen, als würden wir den Code brechen, denn wir brechen ja den Code. Der Code ist Omerta. Die Schwulenszene lebt und überlebt und wir leben noch, weil wir uns lange versteckt haben. Deswegen dürfen wir auch im Allgemeinen nicht mit Kameras in solchen Räumen rumlaufen. Und also bin ich jetzt erstmal gerade kurz ein bisschen nervös, weil wir quasi einen schwulen Code brechen. Schwule Omerta, oder? Ja, das ist immer so, ne? Also wie eng ist das? Wir machen eine kleine Doku. Genau. Mich wundert ein wenig, warum er extra Wäsche einkaufen muss, wenn er das regelmäßig macht. Müsste er doch eigentlich genug davon haben? Oder ist es nur einmal Use? Und wenn es tatsächlich so ist, dass das nur noch existiert, weil es den schwulen Code gibt, warum bricht man diesen dann so plump an dieser Stelle? Offensichtlich ist es ja heikel, das an die Öffentlichkeit zu bringen und hat nichts mit der normalen Vorstellung von intimer Sexualität zu tun, was die da machen. Dementsprechend ist es doch gut und richtig, dass das Ganze eher hinter verschlossenen Türen passiert. Dasselbe gilt ja zum Beispiel auch für die BDSM-Szene. Personen, die damit nichts zu tun haben, müssen doch gar nicht damit konfrontiert werden. Manche Menschen machen eben gerne perverse Spielchen. Und das ist ja vollkommen okay, sofern sie dabei unter sich bleiben. Das Problem der heutigen Zeit ist ja eher, dass alles nach außen gestülpt wird und plötzlich der Mainstream auf dem CSD mit Kink in Kontakt kommt. Und vor allem auch Kinder, wie man zum Beispiel hier sieht. BDSM und Pride, gehört Kink auf den CSD? Und ja, Fetische gehören zur Pride Parade und ich möchte, dass meine Kinder das sehen. Ich würde hier beides verneinen. Natürlich stehen sich Schwulen und BDSM-Szene sehr nah und das sieht man ja auch an der Outfit-Wahl von Tadjo. Aber es ist trotzdem eine Nischensexualität, die an vielen Stellen ungesund ist und zu Recht von vielen Menschen abgelehnt wird. Gerade in Großstädten gibt es aber eben eine große Bubble-Bildung mit Schwulen und Fetischclubs und auch eine gewisse Akzeptanz dafür. Und selbst mit Filmen wie 50 Shades of Grey kommt das Thema immer wieder in den Mainstream. Trotzdem ist die Frage, welche Form der Sexualität man als normal propagieren will und woran sich vor allem Jugendliche und junge Erwachsene orientieren sollen. Das ist nämlich euer Zielpublikum, Funk. Natürlich kann man jede Nische beleuchten und ihr eine Plattform geben, aber möchte man das denn überhaupt? Diese Doku trägt dazu bei, den Diskurs des sozial Akzeptierten zu verschieben. Ein Tabubruch führt ja häufig zu einer Normalisierung der Tat und je mehr man davon mitbekommt und je mehr Exposition es gibt, desto normaler wird es eben. Und genau das finde ich heikel an dieser Stelle.
Die schwule Omerta, also diese Verschwiegenheit, existiert noch immer. Denn viele Homosexuelle haben Angst, bei zu viel Öffentlichkeit in die Ecke gestellt zu werden. Und dass sich Klischees verfestigen nach dem Motto, Schwule huren auf Drogen rum und ficken bis zum Morgengrauen. Und diese Erzählung, die existiert ja auch bei uns Schwulen. Also, dass wir geile Körper haben und immer Bock auf Sex. Und ich merke, wie viel Druck das schafft, dass wir viel zu selten drüber sprechen. Aber keiner zwingt dich doch, da mitzumachen. Natürlich gibt es den Typus dauergeiler Schwuler, der sich Baerbock in Darkrooms besorgen lässt. Wie zum Beispiel unser Transoffizier Anastasia Bifang. Aber es gibt ja auch genug Schwule, die eine intime Bindung zu ihrem Partner wollen und kein bisschen promiskuitiv leben. Durch eine Doku wie diese wird ja eher suggeriert, dass Schwule ihr Sexualleben extrem pervers unter Drogen ausleben und dass es in der Szene vollkommen normal ist. Das baut doch keinen Druck ab, sondern baut ihn erst recht auf. Insbesondere das Klischee, dass es Schwulen nur um Sex geht und denen das besonders wichtig ist, wird doch damit nicht ansatzweise widerlegt, sondern sogar noch bestätigt. Teil 2 der Einkaufsserie beendet erstmal. Jetzt habe ich hier 2 Flaschen Poppers. Im Grunde schnürt das irgendwie so ein bisschen diese Sauerstoffzufuhr zum Gehirn abschnüren. Man schnieft es und hat dadurch erstmal sozusagen eine Muskelentspannung und eine Intensivierung der körperlichen Erfahrung. Anders gesagt, das ist total super für Leute, die sich in den Arsch ficken lassen wollen. Besitz und Konsum von Poppers sind legal, deswegen ist diese Droge in der schwulen Welt weit verbreitet. Wie auch bei den weiteren Drogen geht es im Kern darum, den Sex länger, intensiver, schmerzfreier machen. Das war's? Da fehlt aber einiges dazu. Also ja, man darf Poppers besitzen und konsumieren, aber der Verkauf ist in Deutschland strafbar. Das heißt, Tacho hat gerade von einem illegalen Händler diese besorgt. Und was der gute Herr da erzählt, ist übrigens auch recht vage. Also Poppers schnüren nicht einfach das Blut zum Gehirn ab, sondern haben eine extrem gefäßerweiternde Wirkung. Diese schnelle Gefäßerweiterung führt zu einem extremen Blutdruckabfall, was dann dazu führen kann, dass das Gehirn kurzfristig schlechter durchblutet ist. Und die Nitrite selbst verstärken diesen Effekt, da die sich an das Hämoglobin der roten Blutkörperchen binden und damit den Platz für Sauerstoff verdrängen. Das heißt, das Blut kann weniger Sauerstoff transportieren. Insgesamt wird aber die Durchblutung danach angeregt, da der starke Blutdruckabfall den Herzschlag sogar anregt. Es tritt ein leichter Rauschzustand ein, der enthemmend wirkt, Berührungen werden intensiviert und der Rausch führt dazu, dass man entspannter ist und das gilt eben auch für den Schließmuskel. Das heißt, der Top beim Analverkehr kann dann leichter eindringen und der Bottom-Part hat weniger Schmerzen. Die Risiken sind dabei aber nicht ohne. Starke Kopfschmerzen, Ohnmacht, Schlaganfall mit dauerhaften Lähmungen, zudem können häufig Netzhautschäden, Sehstörungen und ähnliches auftreten und wenn man zusätzlich wie in irgendeiner Form einnimmt, kann die kombinierte Wirkung den Blutdruck lebensbedrohlich senken. Immerhin hält der Effekt der Poppers nur wenige Minuten an. Also hier einfach zu sagen, dass das Zeug einfach super ist, ist extrem verharmlosend, besonders in Kombination mit anderen Drogen. So, gut, okay, jetzt machen wir die restlichen Besorgungen, gehen noch Gras kaufen, andere Sachen und wir sehen uns bei mir zu Hause. Bis gleich. Ja. Die nächsten 12 Stunden werden wir jetzt mit Taggio verbringen und mit Drogen und Sex. Dazu geht's in seine Neuköllner Wohnung. Das heißt, wichtig vom Chemsex-Wochenende ist nicht nur irgendwelche, naja, vielleicht Drogen daran, sondern Lebensmittel. Ja, also wir brauchen ja das ganze Ding, es geht ja nicht um die Chemikalien, es geht ja um den Sex und die Connection mit den Leuten und so. Das heißt, klar, die Chemikalien müssen da sein, aber auch andere Dinge müssen da sein. Und im Grunde wie bei allen, ne, wenn ich mich besaufe und wenn ich weiß, ich saufe richtig viel, dann habe ich vielleicht am nächsten Tag irgendwelche Eier dabei, damit ich mir ein Rührei machen kann, weil es gut reingeht. Also muss man halt einfach denken, okay, ich nehme diese Sachen, die bedeuten, dass ich eine Zeit lang nicht viel essen kann. Also habe ich zum Beispiel Suppen da, irgendwelche Milchreise, sowas zum Beispiel. Also es ist ja schön, hier zu zeigen, was alles eingekauft wird. Aber was ist denn mit sowas wie Notfallmedikamenten, wie einem EpiPen oder irgendeine Art von Epinephrin für anaphylaktischen Schock oder massiven Blutdruckabfall? Was ist mit Infusionslösungen, zum Beispiel Ringerlösungen für Dehydration und Elektrolytmangel? Was ist mit Süßigkeiten oder sogar Glukoselösungen bei Blutzuckerabfall? Warum hat man nicht mindestens ein Asthma-Spray oder Dexamethason dabei, falls jemand keine Luft mehr bekommt oder einen akuten respiratorischen Anfall? Es ist ja toll, dass man hier daran denkt, dass man eventuell nicht mehr viel essen kann und man lange Zeit wach ist und ja auch sportlich aktiv. Aber wo ist denn hier der Sicherheitsaspekt? Da ist ja nicht mal ein Blutdruckmessgerät. Verhungern ist ja bei 36 Stunden unter Drogen tatsächlich die geringste Sorge. Und ihr habt ja selbst auch keinen Arzt oder Sanitäter mitgebracht. Da könnt ihr im Nachhinein echt froh sein, dass die Nacht ohne medizinische Notfälle verlaufen ist. Tatscha und Wolf sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und das Herz-Kreislauf-System so extrem zu strapazieren, ist durchaus heikel. Vor allem, wenn die es schon seit Jahren regelmäßig machen. Für mich absolut unverantwortlich und nicht nachvollziehbar, wie das in dieser Art genehmigt wurde als Doku. Die Drogen halten zwar wach und wirken leistungssteigernd, machen aber auch appetitlos. Weil Tadjo um die Nachteile weiß, bereitet er sich akribisch vor. Keine Ahnung, ich werde 36 Stunden wach sein und Sex haben und rumfahren und dann eben nicht so genau kontrolliert sein, wie ich vielleicht noch jetzt bin. Also bereite ich mich einfach vor. Denn wie bei allem ist es halt so ein bisschen, man könnte es Harm Reduction nennen. Warum brauchst du dafür Drogen? Warum kannst du nicht dich so, ich sag jetzt mal, exzessiv durchvögeln lassen und gut ist? Also das dauert einfach ein bisschen länger. Also es ist
Drogen sind Katalysatoren. Ich könnte auch fragen, warum betrinkt man sich auf Familienfeiern? Weil sie es einem leichter machen, mit Leuten zu connecten. Also ich habe mich noch nie auf einer Familienfeier betrunken. Dementsprechend würde ich eher schließen, dass Tacho sich da betrinken muss, weil sein Verhältnis zu seiner Familie etwas angeschlagen ist und er nun dann überhaupt mit seiner Familie connecten kann. Mit wildfremden Menschen zu schlafen, ist dann natürlich nochmal eine komplett andere Tiefe an Intimität. Und um das zulassen zu können, ohne sich schmutzig zu fühlen oder Hemmungen zu haben, muss man sich wohl maximal abschießen. Insgesamt ist das Argument, aber die anderen trinken ja Alkohol, extrem schwach und lenkt einfach vom eigentlichen Punkt ab. Es ist nicht normal, Drogen zu nehmen, damit man guten Sex haben kann. Und ich habe wirklich, wenn man 12 Jahre Klimaaktivist ist, ist es gar nicht so leicht, nicht irgendwie deprimiert zu werden. Aber auf jeden Fall ist es sehr anstrengend. So, mein Leben ist anstrengend und stressig. Ein vollgepackter Alltag mit hohem Leistungsdruck. Viele Menschen nutzen als Ausgleich Sport oder legale Rauschmittel. Tadjo hingegen setzt auf illegale Drogen. Er meint so besonders gut, von der verrückten Welt abschalten zu können. Ich brauche halt auch mal Momente. Oder das gibt mir dann einen Moment, indem ich nicht die ganze Zeit über das Wohl der Welt, über den Klimawandel, über die schrecklich schlechten Parteien, über das, die Tatsache, wie lange mir die Frage stelle, wie lange kann ich noch draußen auf der Straße Hand in Hand laufen, sondern wo ich einfach rattig bin. Wo ich einfach sage, okay, ich bin ein geiles Loch, das gefickt werden will. Und dann sind einfach 36 Stunden nur dem gewidmet. Also sein eigener Aktivismus und seine Angst vor dem Weltuntergang zwingen ihn dazu, dass er sich am Wochenende mit Drogen vollpumpen und von wildfremden Männern durchvögeln lassen muss. Also ja, das Leben ist mal anstrengend und stressig, aber er hat ja auch Zeit, sich 36 Stunden ins Delirium zu schießen und durchnudeln zu lassen. Kaum ein Mensch mit einem normalen Job kann das regelmäßig machen. Und ja, ich stelle mir politischen Aktivismus durchaus anstrengend vor, aber er hat doch selbst ausgewählt, wie intensiv das Ganze ist und kann seine Arbeit da selbst bestimmen. Es klingt eher so, als ob er nur Extreme kennen würde. Also entweder Vollgas-Aktivismus oder Vollgas-Entspannen und Orgien feiern. Wo ist denn da irgendeine Balance im Leben? Und was soll denn da die Aussage, ich weiß nicht, wie lange ich mit meinem Freund noch Hand in Hand durch die Stadt gehen kann? Warum sollte das denn in Deutschland nicht möglich sein? Also ich glaube, er spielt auf das Erstarken des Hasses gegen Schwule und Lesben an, beziehungsweise auch gegen das Erstarken von Parteien wie der AfD. Aber die einzigen, die ihn für sein Schwulsein steinigen wollen, sind doch Muslime. Gerade in Berlin sind Hetzjagden auf Schwule doch erst seit 2015 immer mehr im Kommen. Das ist doch nicht Max Müller, der schwul auf offener Straße verprügelt. Er selbst sieht seinen Körper aber als Schutzwall zwischen Polizei und Flüchtlingsheim. Das muss man nicht verstehen. Was den Schwulenhass und das Verständnis für Chemsex angeht, ist die Doku auf jeden Fall nicht besonders hilfreich. Und die Aussage, ich bin ein geiles Loch, das werden will, ist einfach nur extrem. Warum braucht man dafür 36 Stunden unter Drogen und kann nicht wie jeder normale Mensch das eben abends nach der Arbeit machen oder eben am Wochenende oder als Quickie zwischendrin? Niemand findet es doch schlimm, dass er Sex haben will. Dafür muss er sich auch nicht schämen. Das Problem ist doch der extreme Exzess. Um ein ganzes Wochenende lang geil zu sein, nehmen viele Männer Crystal Meth. In der Szene wird es meist T genannt. T für Tina, Christina, Crystal Meth. Das Zeug steigert die Leistung, fokussiert, unterdrückt Hunger und Schmerzen und ist in vielen deutschen Städten die zentrale Chemsex-Droge. Bei jahrelangem Konsum mit deutlichen Folgen. Crystal kann nicht nur dem Körper extrem zusetzen, sondern auch die Persönlichkeit verändern. War es das hier schon mit der Aufklärung? Also wo ist denn hier der Bildungsauftrag? Da hat Breaking Bad ja mehr über Meth aufgeklärt. Also Methylamphetamin ist eine aufputschende Droge. Sie führt dazu, dass man extrem viel Dopamin ausschüttet, das Nervensystem aktiviert wird und die Herzfrequenz steigt. Gleichzeitig wird Durchblutung gefördert, die Augen weiten sich und Konsumenten spüren starke Hitze sowie Euphorie und Leichtigkeit. Meth wirkt je nach Reinheit und Qualität 4-10 Stunden lang und es gibt danach einen sehr starken Comedown, der teilweise als schmerzhaft empfunden wird und mit starkem Verlangen und Suchtdruck nach der Droge einhergeht. Während die Droge wirkt, spürt man weder Müdigkeit, noch Hunger, noch Durst und auch das Schmerzempfinden wird stark unterdrückt. Langfristig gesehen führt der Konsum zu Nieren- und Herz-Kreislauf-Schäden und bei vielen führt die Vernachlässigung der persönlichen Hygiene, der starke Flüssigkeitsverlust zu Problemen mit der Haut, den Zähnen und Haarausfall. Zudem kann eine Überdosierung durch extremen Blutdruckabfall sehr schnell tödlich sein. Ansonsten gibt es natürlich noch das Problem Beschaffungskriminalität und natürlich auch mit Drogenverunreinigung. Also woher weiß Tazio, was er da zu sich nimmt? Ich glaube nicht, dass er ein Drug-Checking in einem Labor durchgeführt hat, was übrigens mittlerweile komplett kostenlos ist. Also man kann seine Drogen einschicken, um sie testen zu lassen, ganz anonym. Also woher weiß er, dass er nicht irgendeinen gepanschten Dreck zu sich nimmt. Bevor es mit der Chemsex-Nacht so richtig losgeht, ziehen Philipp und ich uns in Tadjos Arbeitszimmer zurück. Wir machen hier kurz einmal die Tür zu. Ja, gut. Gut. Ja.
Wir haben uns jetzt immer ins Zimmer zurückgezogen. Das ist jetzt quasi hier der Raum, wo wir jederzeit hingehen können, wenn es uns ein bisschen zu viel wird. Wir wissen auch nicht genau, was uns erwartet. Der Abend könnte viele, viele Stunden lang gehen. Und deswegen kann man hier mal kurz pennen oder mal kurz sich zurückziehen, weil es ist schon ganz schön intensiv, ne? Also ich muss sagen, ich weiß den Raum schon jetzt sehr zu schätzen. Also dass wir den haben, hier mal die Türen zumachen können. Ist schon intensiv, intensiver Typ. Weil er jetzt auch schon so ein bisschen high ist, ne? Ja. Also er hat jetzt die Woche über gearbeitet und ist jetzt auch froh, dass er sich ein bisschen, ja, jetzt ein Wochenende bevorsteht, wo er sich frei machen kann von dem, was sonst so abgeht. 20 Uhr ist es. Tachio hat bereits Crystal Meth geraucht und so langsam sinkt seine Hemmschwelle. Das sind einfach Menschen, die im Grunde halt vor der Kamera sitzen und irgendwie mit sich rumspielen. Ich bin doch mal direkt, da ist ein Riesenschwanz und der ist in Berlin. Da schreibe ich einfach, den würde ich gerne mal bedienen. So. Ich kenne euch im Grunde gar nicht besonders, also nicht besonders gut. Und ich kann irgendwie hier sitzen, halbnackt, und irgendwie gucken, wie irgendein Heterotyp, ich stehe ja total am Schwänze, seinen riesigen Schwanz in die Kamera hält und mir jetzt gerade irgendwie vorstellen, das hat er sich leider ausgeschaltet, vermutlich weil zu viele Schwule da waren, und mir halt irgendwie vorstellen, wie ich mir irgendwie Damenunterwäsche anziehe und diesen Typen bedienen gehe. Das finde ich, für mich ist es eine Befreiung. Das ist eine Befreiung von dem Subjekt, das ständig irgendwas Sinnvolles hinkriegen will. Und auch hier eine richtig dumme Aussage. Eine Befreiung von dem Subjekt, das ständig etwas Sinnvolles hinkriegen will. Also erstmal wäre überhaupt diskutabel, ob Sexarbeit und Aktivismus sinnvoll sind. Aber in dem Video geht es ja nicht um Klimahysterie, sondern um Campsex. Also er geht auf irgendwelche Online-Portale, um sich an anderen Männern virtuell aufzugeilen. Und das einzig Relevante dabei sind große Schwänze. Das zeigt ja schon, dass es hier nicht um Liebe oder Intimität oder die Person selbst geht, sondern einfach nur um reine Triebbefriedigung und eben so hart durchgevögelt werden, dass man den Alltag vergisst. Und es bestätigt leider auch schon wieder das Klischee des sexgeilen Schwulen, dem alles egal ist, solange er von einem dicken Schwanz penetriert wird. Aber dazu kommen wir später noch mehr. So, jetzt bin ich auch langsam ein bisschen geil, jetzt kann ich auch anfangen, so ein bisschen an mir rumzuspielen, um zum Beispiel das euch zu zeigen. Kurz danach kommt Wolf nach Hause, Tachios Mann. Die beiden sind seit einigen Jahren verheiratet, Sex haben sie aber mit verschiedenen Typen. Und mit verschiedenen Drogen. Wolf zieht eine Line Koks und raucht Crystal. Also gut, die beiden sind verheiratet, führen aber eine offene Ehe. Und nicht mal das reicht ihnen, sondern sie brauchen auch noch Drogen, damit sie überhaupt guten Sex haben können. Da fragt man sich doch direkt, inwiefern das eine tolle Lebensgemeinschaft ist. Also, das Sexuelle scheint ja komplett beliebig zu sein, Treue ist egal und gemeinsame Lebensplanung ist nicht existent. In meinem letzten Video bin ich ja schon auf offene Beziehungen eingegangen. Das ist ja auch kein wirkliches Erfolgskonzept. Also zu 99% zerbricht die Ehe daran. Und Spoiler, ein Jahr später sind die beiden auch getrennt. Aber das liegt natürlich weder an den Drogen noch an der offenen Ehe. Realsatire at its best. Was hast du denn jetzt schon so für Drogen genommen? Also ich habe jetzt schon ein bisschen was geraucht, das ist eine Pfeife, hier ist Crystal. Ich habe schon ein bisschen Koks genommen, ein bisschen gekifft. Das ist ein bisschen unser kleiner Cocktail. Und hier muss ich schon wieder unterbrechen. Also er nimmt Crystal, Kokain und Gras zusammen ein. Hat ihm jemals jemand erzählt, dass Mischkonsum von Drogen nicht wirklich gesund ist? Insbesondere die Mischung Kokain und Meth zerstören das Eigendopaminsystem und überstrapazieren das Herz-Kreislauf-System. Das Gras braucht er dann wohl, damit das nicht so auffällt. Zudem wird die Wirkung von Cannabis im Mischkonsum stark intensiviert und verlängert, was auch die Gefahr für drogeninduzierte Psychosen deutlich erhöht. Und auf Abhängigkeit und Drogensucht will ich hier gar nicht zu tief eingehen und auch nicht auf den extremen Comedown, der folgt, wenn das körpereigene Dopamin aufgebraucht ist oder die langfristigen Nebenwirkungen von Meth. Aber Amphetamine sind nun mal neurotoxisch, also sie zerstören Nervengewebe und insbesondere das Gehirn langfristig. Aber wen interessiert das schon, ne? Also Hauptsache Tazio hatte guten Sex und konnte sich ein wenig entspannen und die Doku hier ist ja eher ein Softporno als tatsächlich Aufklärung. Genau. Und was ich jetzt noch nicht genommen habe, was ich unter Umständen anderweitig nehmen würde, wäre sowas wie Ketamin, aber dann kann ich gar nicht mehr reden. Ein bisschen will ich ja noch was reden, um zu sagen. Oh, schön, ich finde, mit diesem Mann verheiratet zu sein. Ja, und Ketamin muss dann natürlich auch noch dazu genommen werden. Das erhöht zusätzlich den Blutdruck und Puls und führt als Nebenwirkung zu Verwirrtheit, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, wahnhaften Vorstellungen und im schlimmsten Fall Ohnmacht und Kreislaufversagen. Also er legt es tatsächlich darauf an, irgendwann einfach abzuschmieren. Wollen wir an dieser Stelle vielleicht auch mal über Konsens reden? Also inwiefern kann eine so zugedröhnte Person noch zu irgendetwas einwilligen? Also wie gibt er seinen Partnern Konsens? Und wo beginnt Übergriffigkeit? Was ist, wenn er im Nachhinein etwas als traumatisch empfindet? Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es? Gibt es eine Art Nachbesprechung, Supervision oder ähnliches? Sind die beiden in psychotherapeutischer Behandlung? Warum wird hier nicht weiter nachgefragt, was da eigentlich los ist?
Für Taggio ist das eine gewohnte Drogenkombination. Diese Drogen aber sind in Deutschland verboten und können gefährlich sein, in Kombination noch gefährlicher. Zum Beispiel GHB, in der Szene G genannt, ist ein Lösungsmittel aus der Industrie, das mittlerweile von vielen Männern beim Chemsex genommen wird. In Kombination mit Alkohol können sehr schnell Puls und Atmung aussetzen. Trotz Kontrollverlust beim Sex, die Kontrolle über diese Drogen bewahren, das muss man erstmal können. Ja, auf GHB geht ihr jetzt plötzlich ein, obwohl Tazio das gar nicht eingeschmissen hat. GHB sind übrigens die klassischen K.O.-Tropfen. In sehr kleinen Dosierungen sind sie enthemmend, euphorisierend und erhöhen die sexuelle Lust und Stimulierbarkeit. Höhere Dosen führen zu Bewusstlosigkeit und Amnesie und eine Überdosierung führt schnell zu Atemlähmung und Tod. Das wird aber wieder nicht genauer thematisiert. Ich dachte, das ist eine Doku über Chemsex. Also, warum wird da eigentlich alles so extrem verharmlost? Ja, der weiß, was er tut, das ist sein gewohnter Drogencocktail. Bullshit. Der Typ könnte jeden Moment abschmieren und ihr würdet das auch noch filmen. Ihr habt weder Notfallmedikamente noch eine Person mit notfallmedizinischer Ausbildung da. Wo ist denn eure Absicherung? Ganz zu schweigen davon, dass Kokain und Meth durchaus aggressiv machen können oder auch zu Horrortrips mit akuten psychotischen Schüben führen können. Welche Schutzmechanismen habt ihr denn, falls einer der beiden komplett austickt oder euch gegenüber handgreiflich wird? Menschen unter Drogen sind absolut unberechenbar und ihr tut hier so, als ob die Situation komplett unter Kontrolle und harmlos wäre. Und nur zur Information, zeitgleich macht derselbe Journalist eine Doku mit dem Titel Abschmieren auf Partydroge GHB, Clubszene zwischen Notfallplan und Kontrollverlust. Und da wird tatsächlich kritischer hinterfragt. Also entweder war in der Doku jetzt eine extreme Befangenheit aufgrund des eigenen Schwulseins oder hat tatsächlich einfach komplett journalistisch versagt. Ich erlebe im Drogenzustand Intensitäten, die dann auch in der Realität auftreten. Darf ich mir bitte vor der Kamera ein klein bisschen Droge hinten reinschieben, einfach nur um das zu zeigen? Ja. Genau. Also undefinierte Droge. Ja. Das ist dieses das Zeigen und dieses Scholzeigen. So, ja, das sieht jetzt weird aus, schieben jetzt irgendwelche Chemie in den Hintern. Aber das ist genau der Teil, der mich dann befreit. Diese Chemie ist Crystal Meth. Beim Dreh war Taggio sich etwas unsicher, wie offen er zum Crystal-Konsum stehen soll. Jetzt aber sagt er, keine Scham, offen alles zeigen. Und klar, auch über die Risiken müssen wir hier offen sprechen. Ich zum Beispiel hätte Angst, abhängig zu werden und ohne Drogen beim Sex gar keinen Spaß mehr zu haben. Und dass ich bei all der Lust verlerne, worum es bei Beziehungen ja auch noch geht. Um Nähe, Vertrauen, Liebe. Wolf hat das selbst schon erlebt mit seinem Ex-Partner. An der Stelle würde ich wirklich gerne nochmal Pispas zitieren. Warum muss man das aufnehmen? Hätte es nicht gereicht zu sagen, dass sich das Zeug anal einführt, warum müsst ihr dabei zuschauen und die Kamera draufhalten? Und es wird nicht mal erwähnt, warum er das Ganze macht. In kurz, wenn man sich Zäpfchen oder eben auch Drogen anal einführt, umgeht man den Pfortaderkreislauf, also die Leber, wodurch das Medikament oder in dem Fall die Droge stärker wirkt und erst später von der Leber zersetzt wird. Das ist dann der sogenannte First-Pass-Effekt. Und es gab da auch mal einen Trend, sich in Wodka getunkte Tampons anal einzuführen, was zu extremer Betrunkenheit und in vielen Fällen sogar zu Alkoholvergiftung und Toden geführt hat. Zudem kann natürlich der anale Konsum von Drogen zu starken Krämpfen, Verätzungen und Verletzungen der Darmschleimhaut führen. Dementsprechend ist eine anale Applikation sehr heikel und grundsätzlich niemals empfehlenswert. Erst recht nicht, wenn man danach noch Analsex hat. Aber deine Hauptsorge bezüglich Chemsex ist ja weiterhin, dass du abhängig werden könntest oder keinen Spaß mehr am Sex ohne Drogen hast. Also sonst wäre das alles vollkommen normal, was hier passiert und sogar reizvoll für dich. Wo ist denn dein moralischer Kompass? Wo sind denn deine Standards? Was bedeutet denn Treue und inwiefern ist es denn normal, unter Drogen Sex zu haben? Oder ist Schwulsein für dich auch mit sexuellem Hedonismus gleichgesetzt? Koste es, was es wolle. Nochmal, die beiden könnten hier vor deinen Augen verrecken. Für dich scheint es aber wichtiger zu sein, schockierendes Bildmaterial zu generieren, als verantwortungsvoll mit dem Thema umzugehen. Wir haben dann irgendwann auch gemerkt, okay, dieses Crystal verändert uns. Es hat ja erwiesenermaßen starke Nebenwirkungen. Wie habt ihr das gemerkt? Was waren die Veränderungen? Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass es Konzentrationsschwächen gibt, Erinnerungsprobleme, auch irgendwann tatsächlich Persönlichkeitsveränderungen. Und da haben wir dann tatsächlich den großen Schnitt gemacht und haben gesagt, okay, wir hören jetzt hier auf. In erster Linie natürlich mit dem Crystal nur. Wir haben dann versucht, einen Ersatz für uns zu finden. Allerdings, weil das durch das Crystal mit uns so intensiv war, konnten wir uns durch diesen Schnitt miteinander keinen Sex mehr vorstellen. Hat es auch seitdem nie wieder gegeben. Wolf sagt, er habe seinen Crystal-Konsum wieder unter Kontrolle, ohne Therapie. Und abermals eine extreme Verharmlosung. Also Wolf hat Persönlichkeitsveränderungen festgestellt und wollte deswegen damit aufhören. Jetzt nimmt er es aber wieder für den Sex mit Tazio, weil es ja so geil ist. Den Konsum hat er ohne Therapie unter Kontrolle.
Ja, offenbar ja nicht. Er braucht das ja wohl zum Connecten und die andere Beziehung war ja dann ohne Crystal vorbei. Und Spoiler, die Ehe von den beiden wird auch vorbei sein, sobald Wolf aus gesundheitlichen Gründen keinen Chemsex mehr haben kann und will. Also fragt beide doch mal, warum sie nicht ohne Drogen guten Sex haben können. Wo ist denn das Problem dabei? Das wäre kritischer und mutiger Journalismus. Und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Doku und man sieht einfach, dass das zwei abgefuckte Personen sind, die ihr Leben absolut nicht unter Kontrolle haben, die Drogen brauchen, um entspannen zu können und überhaupt intim miteinander zu werden, und ihr tut so, als ob das was vollkommen Normales wäre. Drogen zu brauchen, um sich nah sein zu können, ist krankhaft und verstörend. Ja, es ist okay, im Alltag Stress zu haben, und ja, ab einem gewissen Punkt ist man auch ausgebrannt, aber wenn man sein eigenes Leben nicht mehr erträgt, ohne sich mit Drogen wegzuballern, dann hat das tiefer liegende Probleme als nur eine anstrengende Woche. Er betäubt sich einfach mit den Drogen. Er betäubt die Probleme in seinem Leben. Und das sollte weder verharmlost noch normalisiert werden. Und wenn jemand keinen Sex mehr ohne Drogen haben kann, dann ist das durchaus bedenklich. Viele haben diese Kraft nicht. Über 1500 Menschen sind im letzten Jahr in Deutschland durch illegale Drogen gestorben, hat die Drogenbeauftragte der Bundesregierung mitgeteilt. Die Zahl der Hilfesuchenden ist noch viel höher. Ernsthaft, war das schon die komplette Auseinandersetzung mit Drogen sind gefährlich? Also mal zur Einschätzung. 2021 sind 1826 Menschen durch den direkten Konsum von Drogen gestorben. Diese Zahl steigt seit Jahren an. Drogensüchtige gibt es derzeit in Deutschland ca. 200.000. Das heißt, 1% davon verrecken jedes Jahr. Und da ist Alkohol übrigens nicht mit eingeschlossen. Das konsumieren nämlich 7,9 Millionen Deutsche in gesundheitlich riskanter Form. Aber das kennt ihr ja von eurer Kollegin Caroline von der Gröben. Also inwiefern ist das harmlos? Die Drogen, die er konsumiert, sind zu Recht illegale Substanzen in Deutschland und er macht sich allein mit dem Besitz strafbar. Verstöße gegen das BTMG können schnell zu einem Jahr Freiheitsstrafe führen und das nur bei Besitz. Wenn er selbst beginnt, das Zeug auch noch an andere Schwule in den Sessions zu verkaufen, sieht das ganz anders aus. Also ja, der Konsum ist zwar straffrei, aber der Besitz und Handel nicht. Und auch das wird null thematisiert. Es gibt Leute, die haben keine Ahnung von Drogen, vom Strafrecht, vom Betäubungsmittelgesetz. Und wo ist da die Aufklärung von Funk? 22 Uhr ist es jetzt. So langsam suchen Tatjo und Wolf für ihre Chemsex-Nacht nach Verstärkung. Den großen pelzigen. Den von... Der war sehr schick. Genau. In der Woche. Wir werden jetzt kurz was essen und haben dem mal eine Stunde Ruhe gegeben und sie haben jetzt einen dritten dazugeholt und so wie sich anhört, passiert da auch schon was. Wir gucken mal, was da jetzt so geht. Hi. Mach's mal runter, nochmal. Find ihn nicht. Okay. Waren wir zu offensiv mit Kamera gleich? Nee. Ja? Okay. Wie geht's euch beiden denn? Wir haben schön gegessen, uns geht's gut. Sehr gut. Wir müssen uns jetzt hier wieder an das neue Setting gewöhnen. Und wie unprofessionell verhaltet ihr euch denn hier? Also nicht nur, dass eine dritte fremde Person plötzlich einfach da ist, die ihr offenbar gar nicht mitbekommen habt und die auch nicht eingeweiht ist, sondern auch, dass ihr da einfach reinplatzt. Was habt ihr denn damit bezweckt? Findet ihr das geil, drei Männern beim Sex zuzuschauen? Wo ist denn da bitte ein bisschen Diskretion? Ganz zu schweigen davon, dass Tatsu sich vor der Kamera an den Nippeln rumspielt und ihr das mit ins Video nehmt. Welchen Mehrwert hat das denn für die Reportage? Oder fandest du es einfach geil, hier einen Porno zu drehen? Also es riecht jetzt auf jeden Fall hier deutlich nach Sex. Oh ja, richtig krass. Dann geht es jetzt auf jeden Fall auch ab. Die haben sich jetzt in einen anderen Raum zurückgezogen, weil für den dritten die Präsenz der Kamera doch ein Problem ist. Wir haben das vorher definiert, dass es da hinten noch einen Raum gibt, wo wir mit der Kamera nicht hingehen, damit es sagen, jederzeit so eine Art Safe Space gibt und das nutzen die jetzt erstmal. Ich will gerade nicht bei der Kamera sein, aber das kann nicht. Die sind dynamisch. Was machen wir jetzt? Ich glaube, der will einfach alleine sein mit diesen zwei Typen, die sich ihm gerade so schön anbieten. Es tut mir total leid. Deswegen, vielleicht geht ihr einfach mal ein bisschen rüber. Sorry, ich kann gerade, aber das müssen wir jetzt gerade ein bisschen auskosten. Ja, okay. Wir melden uns, wir kommen wieder. Okay.
Das war ein bisschen merkwürdig. Was war daran denn merkwürdig? Die wollen eben ohne Kamera Sex haben. Was ist daran denn schwer zu verstehen? Das ist nun mal was Intimes und Persönliches. Und ja, auch wenn vorher abgesprochen war, dass ihr alles filmen dürft, wird er seine Meinung doch ändern dürfen. Außerdem verändern Drogen nun mal die Persönlichkeit und das Verhalten von Menschen. Du kannst froh sein, dass es an dieser Stelle nicht zu mehr Konfrontationen gekommen ist. Immerhin macht nicht nur Kokain aggressiv, sondern auch Meth und es hätte durchaus handgreiflicher werden können. Zum Berliner Nachtleben gehört Chemsex mittlerweile dazu. Und damit kommen auch die Probleme. Allein die Berliner Schwulenberatung hatte vor Corona im Schnitt 5 Männer täglich, die sich zum Thema Chemsex Hilfe gesucht haben. Doch Chemsex gibt es bundesweit in allen großen Städten. Genauso wie Behandlungszentren, die sich mittlerweile auf Chemsex spezialisiert haben. 2 Uhr ist es jetzt und wir wollen wissen, wie leicht es ist, auf so eine Chemsex-Party zu kommen. Verabredet wird sich dazu vor allem über Dating-Apps wie Grindr. Emojis verraten, wer nach was sucht. Auf Grindr ist auf jeden Fall jede Menge los, also sind etliche Typen online. Okay, die Leute hinter mir herlaufen, ist das etwas unangenehm. So, ich habe vorhin schon mit Leuten geschrieben und die haben dann so gesagt, ja, we are high and fuck. Und habe ich gefragt, was für Drogen? Und sie so, ja, G und Koks. Und sie sind auf jeden Fall ready dafür, dass noch mehr Leute dazukommen. Also es kann auf jeden Fall relativ schnell gehen, dass man in so einer Chemsex-Party landet. Einen Journalisten will diese Nacht aber keiner meiner Chatpartner einladen. Doch bei den ganzen Profilen merke ich mal wieder, welche zentrale Rolle Sex auf den Dating-Apps spielt. Freie Oberkörper, möglichst gut aussehen, direkt nach Sex fragen. Inwiefern ist das denn repräsentativ für Dating-Apps? Wenn man natürlich nur auf schwulen Apps wie Grindr geht, wo es nachweislich nur um schnellen und unkomplizierten Sex geht, dann ist das nicht verwunderlich. Verwunderlich ist eher, wie wenig du das kommentierst. Also das sind Männer, die komplett high sind, die wildfremde Menschen in ihre Wohnung zum Sex einladen. Wo ist denn da irgendeine Form von Sicherheitsaspekt? Woher weiß man, wen man dazu sich einlädt? Kommt es dabei regelmäßig zu Problemen mit Gewalt oder sogar Raub oder Übergriffigkeit? Und was ist eigentlich mit Geschlechtskrankheiten? Kondome haben wir ja bisher keine gesehen. Und HIV wird weiterhin zum Großteil durch schwulen Sex übertragen. Je nach Studie 80% aller Neuansteckungen. Aber auch hier Aufklärung gleich null. Ihr erwähnt ja nicht mal, dass es sowas wie PrEP als Medikament dafür gibt, also ein Mittel zur Expositionsprophylaxe von HIV, was dank Jens Spahn mittlerweile für Schwule von der Krankenkasse bezahlt wird. Auch das hat natürlich viele Nebenwirkungen, aber Nebenwirkungen interessieren ja eh keinen, also nehmen ja auch Drogen. Also immerhin hat man dann eine Möglichkeit, sich zu schützen, wenn man seinen Baerbock-Lifestyle ausleben möchte. An sich könnte man sogar Penicillin einnehmen zusätzlich, um sich gegen die bakteriellen Krankheiten wie Chlamydien, Syphilis und Tripper abzusichern, wie es zum Beispiel in dem Film Wolf of Wall Street angesprochen wird. Also Risikominimierung ist hier dringend notwendig. Wie schützen sich die beiden denn vor Krankheiten? Wie schützen sie sich vor Missbrauch, Gewalt und Übergriffigkeit? All das wird hier aber natürlich auch nicht thematisiert, weil es geht ja offenbar nicht um Aufklärung, sondern nur um Effekthascherei und möglichst schockierendes Bild. Mittlerweile ist es 4 Uhr. Seit 8 Stunden wird hier jetzt schon rumgemacht. Der Gast geht, für die beiden ist es erst der Anfang. Taggio ist so drauf, dass vor allem Wolf noch mit uns redet. Also da sind jetzt 2 komplett unbekannte Typen da gewesen und Taggio ist mittlerweile so abgeschossen, dass er nicht einmal mehr klar reden kann. Das heißt, Konsens ist nicht mehr möglich, denn Konsens beim Sex bedeutet einvernehmlichen Sex. Das heißt, dass alle Beteiligten aktiv und bewusst im Vorhinein den sexuellen Handlungen zustimmen. Scheint aber echt niemanden hier zu interessieren. Und warum wurde jetzt eigentlich so viel vom Sex gezeigt? Also inwiefern ist es denn notwendig, hier einen schwulen Porno abzuliefern? Gleichzeitig sieht man ihn einmal Poppers schnüffeln und Meth rauchen und hier wieder keine kritische Auseinandersetzung mit dem Drogenthema. Warum legt er nach? Was fühlt er genau dabei? Darum geht es in der Doku doch. Aber hier wieder keinerlei kritischer Journalismus, keinerlei Nachfrage, keinerlei kritische Auseinandersetzung. Und das zieht sich durch die ganze Doku. Wir haben uns vorher überlegt, wir machen spätestens dann Mitternacht Schluss, klinken uns eine Schlaftablette, gehen ins Bett und dann ist gut. Mitternacht? Also Samstagmitternacht? Also jetzt noch? Jetzt noch 20 Stunden. Und hier muss ich tatsächlich schon wieder unterbrechen. Also um runterzukommen, gönnt man sich dann die nächste Droge, da dann Schlaftabletten.
sehr gesund. Vor allem, da ich annehme, dass sie mindestens Zolpidem oder Benzodiazepine dafür verwenden, da freiverkäufliche Mittel wahrscheinlich zu schwach wären, um diesen Drogentrip zu beenden. Die Nebenwirkungen sind auch hier nicht harmlos, sowohl was Wahnvorstellungen und Sinnestäuschungen angeht, als auch Unruhe, Reizbarkeit, Aggressivität und sogar eine anterograde Amnesie eintreten. Also man hat Erinnerungslücken ab der Einnahme des Medikaments. Und auch hier nochmal, Mischkonsum mit anderen Drogen ist da brandgefährlich. Ja, das geht eben halt mit der Chemie, das Zeug hält wach und es saugt dir zwar auch alle Energie raus, danach bist du dann auch erstmal tot. Aber Montag geht's, also Montag in 2 Tagen geht's dann arbeiten oder dann lieber freimachen? Ja, auf jeden Fall freimachen, weil man kann dann zwar arbeiten, ich habe es auch schon gemacht, damals in meiner Zeit, als ich das regelmäßig gemacht habe, bin ich dann Montag arbeiten gegangen, aber es war die Hölle. Weil ich konnte dann relativ schlecht denken, noch langsamer als sonst. Und das muss ich mir nicht antun. Dann mache ich lieber an dem Tag frei. Dienstag machen wir auch frei. Also jetzt ist es so, dass wir Urlaub haben werden. Wir sind uns auch der Neben- und Nachwirkungen völlig bewusst. Wir werden also morgen ziemlich tot sein. Dann wird es übermorgen einen Tag mit einer Stimmungsverschiebung geben. Das kennen wir, das ist normal. Darauf stellen wir uns ein. Das ist eingepreist. Das ist der Preis, den wir dafür zahlen. Und wir sind aber auch bereit, den zu zahlen. Also erstmal gut, dass die danach nicht mehr arbeiten gehen. Immerhin ist ihr Körper im absoluten Ausnahmezustand und viele Substanzen wirken ja noch nach. Insbesondere das komplette Fehlen von Dopamin und die maximale Reizüberflutung am Wochenende führen zu einer starken Verschiebung des Bewusstseins die Tage danach. Aber wirklich aufgeklärt wird hier ja auch nicht über Nebenwirkungen. Noch wird wirklich erwähnt, wie häufig die das machen. Wolf sagt zwar, dass er es früher regelmäßig gemacht hat, aber wie häufig machen die es denn heute noch? Es macht ja einen deutlichen Unterschied, ob man sowas mehrfach im Monat oder 1 bis 2 Mal im Jahr macht. Und auch die Kosten sind ja durchaus relevant. Ich habe da verschiedene Angaben zugefunden, wie teuer das Zeug ist, hier mal durchschnittlich. Straßenpreise. Also Kokain sind ca. 75 Euro pro Gramm, Crystal ungefähr 80 Euro, Cannabis 10 Euro, Ketamin ca. 40 Euro pro Gramm, Poppers ungefähr 10 Euro pro Dose und Schlaftabletten wie Zolpidem sind eigentlich recht billig. Auf der Straße zahlt man aber wahrscheinlich trotzdem 2 bis 3 Euro pro Tablette. Dementsprechend kann ich ja auch nur spekulieren, wie viel die beiden von einzelnen Drogen konsumieren und ob sie die anderen Leute auch darauf einladen oder das Zeug auch noch verticken. Aber mindestens werden die beiden so 500 Euro für ihr Wochenende brauchen. Und das für 36 Stunden Drogenspaß. Wie können sich die beiden das denn leisten? Also als Klimaaktivist und als Angestellter im Teeladen verdient man ja auch nicht so viel. Und allgemein ist die Wohnung auch recht geräumig für Berlin. Das heißt, irgendwo scheint ja Geld herzukommen. Und ich will hier gar nichts unterstellen, sondern nur anmerken, dass der Verdienst der beiden diesen Lebensstil eigentlich nicht finanzieren kann. Aber Tatsu arbeitet ja als Sexworker und vielleicht ist er da ja komplett ausgebucht. Wer weiß. Eine Nacht lang filmen, während neben uns Männer Drogen nehmen und Sex haben. Intensiv und auch anstrengend. Wir gehen schlafen, die beiden machen weiter. 3 Tage nach der Nacht treffen wir Tadje und Wolf wieder. Genau, aber ganz kurz, sonst friert mein Rücken ab. Oh. Ja, ja. Hast du ein Kissen? Nee, ich hatte einen. Hinten ein T-Shirt reinstecken. Ganz genau, nee, weil ich bin dann doch ein alternder Mann, auch wenn ich die Chance habe am Wochenende. Oder obwohl ich erst am Sonntagabend so aussah. Wie verkatert bist du jetzt nach so einem Campsex-Wochenende? Gestern war ein echt schwerer Tag. Heute fühle ich mich einfach müde, so wie meine Augen aussehen. Ich hätte jetzt einfach gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Aber heute eigentlich wieder okay. Was heißt schwerer Tag? Also was konkret fühlst du dann so? Also am Montag, wenn man so das Wochenende durchfeiert, hat man am Montagnachmittag das, was man Comedown nennt. Die körperliche und emotionale Erfahrung davon ist halt dann wirklich schon, oh Gott. Es war ja alles schrecklich. Wir haben uns alle schrecklich verhalten, wir haben total viele Fehler gemacht. Niemand hatte irgendwie guten Sex und nothing will ever be good again. Ich karikiere das jetzt ein bisschen. It really doesn't feel nice. Man muss sich da immer erinnern, das ist ein Comedown. Das kennen Leute, die zu den Pillen genommen haben, sehr gut. Das ist auch mal Terrible Tuesday. Und auch hier eine sehr harmlose Darstellung der Situation. Ja, das Gewissen schaltet sich ein. Und ja, durch das Fehlen von Dopamin kann man depressiv oder sogar suizidal werden. Das andere, was er beschreibt, das Schamgefühl, der Guilt, dass der Sex schlecht war und ähnliches, kann man unter postkoitale Dysphorie zusammenfassen. Das kann natürlich durch die Drogen verstärkt werden, kann aber auch ganz klassisch ein Abwehrmechanismus sein, wenn man seine eigenen Grenzen rigoros überschritten hat und eben nicht mehr einwilligungsfähig Herr seiner Sinne war. Insbesondere, wenn man eben gegen Standards und Konventionen und Wertvorstellungen verstößt. Etwas in ihm bereut, was er getan hat und er weiß, dass das sozial nicht akzeptiert ist und als pervers empfunden wird. Verdrängt wird das aber alles als Come Down und darauf geht ihr gar nicht weiter ein. Wie viele Leute waren es insgesamt am Wochenende? Also bei uns bei der Party, als Sexparty, wie es quasi informell wurde, waren es mit dem 4. Ich bin noch mal zu einem hin am Samstag Mittag, sondern am Samstag, also Sonntagmorgen. Also alles in allem waren das so bei mir 6, 7 Kerle und bei dir 3 oder 4. So.
Also Tazio hat mit 6 bis 7 Kerlen und Wolf mit 3 bis 4 geschlafen. Also die wissen nicht mal, mit wie vielen Männern sie unter Drogen Sex hatten. Zudem war Tazio dann noch unterwegs und war irgendwo noch in Berlin bei jemand anderem. Also nicht nur, dass er wildfremde Menschen zu sich in die Wohnung einlädt, er streunert dann auch noch im Drogenrausch durch die Stadt und landet in irgendwelchen anderen Wohnungen. Das ist einfach nur widerlich und extrem riskant. Und ich wette, nüchtern würde mir da jeder zustimmen. So genau scheint Tazio das nicht mehr zu wissen. Aber darum geht es ihm ja, die Kontrolle verlieren. Und dann wenige Tage später zurück ins bürgerliche Leben. Sein Leben jenseits vom Campsex auf die Reihe kriegen, etlichen Männern gelingt das nicht mehr. Falls sie sich dann Hilfe suchen, finden sie die zum Beispiel bei Urs Gamsawa. Ich treffe den Sexualtherapeuten vor der Deutschen AIDS-Hilfe in Berlin. Von hier aus hat er ein deutschlandweites Hilfsprojekt zu Campsex aufgebaut. Die Männer, mit denen wir in der Nacht gedreht haben, die würden jetzt nicht sagen, Campsex ist ein Problem, sondern gibt ihnen eine Chance, Ekstase zu erleben, guten Sex zu haben. Wie gehst du denn ran an das Thema? Mir kommt gerade in den Kopf der Spruch Support, don't punish. Also das heißt Unterstützung und nicht bestrafen. Und klar, wie die Person, mit der du in der Nacht gedreht hast, würde ich auch sagen, klar, Chemsex ist nicht nur negativ, ist nicht nur Problem, sondern klar, es ist Spaß, es ist Enthemmung, es ist Hedonismus, es ist eine eigene Welt von Zugehörigkeit, man kann alles andere vergessen, ausblenden. Aber bei mir landen dann einfach die Personen, die irgendwann nicht mehr damit klargekommen sind. An sich ist es ja schön, dass hier noch ein Sexualtherapeut zu Wort kommt, aber dieser wirkt extrem lässig und sehr offen dem Thema gegenüber eingestellt. Und dann auch noch sowas wie Support, don't punish. Was ist denn das für ein weichgespülter Mist an der Stelle? Support würde doch hier bedeuten, aufzuklären und denen den Spiegel vorzuhalten, ihnen zu helfen, da rauszukommen. Du trägst es aber als Reporter einfach mit, du hinterfragst es nicht und dein Therapeut wirkt eher wie ein Alibi, um überhaupt noch Drogenprobleme und Therapie anzusprechen. Inhaltliche Tiefe, was Therapie und langfristige Probleme angeht, ist hier nicht im geringsten vorhanden. Und deswegen findet Urs, dass wir auch über die Ursachen reden müssen, warum Campsex für viele Männer attraktiv ist, besonders in der schwulen Szene. Es gibt ja auch innerhalb der Szene, ich würde sagen Narrative, die auf uns wirken. Man muss immer geil sein, man muss immer gut aussehen, man muss immer können, man muss immer Lust haben. Und das ist natürlich ein Stressor. Und nach einer anstrengende Woche zum Beispiel, ist das oftmals schwierig für viele Leute dann zu entspannen und auf eine Sexparty zu gehen oder einfach nochmal einfach hedonistisch zu leben und auch abzuschalten. Ich kann mich darauf verlassen, wenn ich konsumiere, dann geht es mir gut. Dann kann ich den Sex haben, den ich im Porno kenne, den ich mir im Kopf ausmale, den Sex, den ich haben will. Inwiefern ist das denn jetzt noch was Gutes? Also inwiefern hilft das dann, den Druck abzubauen und diesen Stereotypen zu entkommen? Im Endeffekt fällt man doch erst recht darauf rein und hält sich dann für erbärmlich ohne Drogen. Da kann man dann plötzlich nicht mehr so Sex haben wie sonst. Und wie ist es denn dann im Alter oder wenn die Drogen wirklich langfristige Folgen zeigen? Und auch der Therapeut ist natürlich selbst schwul. Ist in der Doku eigentlich irgendjemand mal zu Wort gekommen, der außenstehend ist und nicht in der Szene verwurzelt? Also irgendjemand, der das kritisch sieht und nicht reizvoll findet? Alle in der Doku wirken irgendwie fasziniert davon. Wirklich Konsequenzen werden hier gar nicht aufgezeigt und auch nicht über Menschen geredet, für die das eventuell zu viel wird oder die das damit übertreiben. Und auch Todesfälle werden nicht einmal ansatzweise thematisiert. Nun ist ja so, dass Tazio sagt, dass er seit über 10 Jahren Crystal konsumiert, nicht abhängig ist, das aber sozusagen regelmäßig im Campsex-Setting macht. Geht das denn aber? Also ist das irgendwie aus deiner Erfahrung, geht das so lange mit dieser Droge klarkommen? Anscheinend schon. Du hast ja mit Tazio gesprochen und hast da einen Eindruck gehabt und wenn er für sich sagt, er kommt damit klar, dann scheinbar klappt es. Es gibt aber auch viele Leute, die bereits beim ersten Konsumieren sagen, dass es sie sofort erwischt hat und sofort sagen, ich habe eine Abhängigkeit nach dem einmaligen Konsum schon. Crystal-Konsum kann also krasse Folgen haben. Die Fotos völlig fertiger Menschen mit ihren kaputten Gesichtern kennt ihr vielleicht. Diese Extremfälle sollen abschrecken. Aber Urs hat Klienten, bei denen kommt an, solange ich nicht so aussehe, habe ich kein Problem. Hand aufs Herz. Viele der Klienten haben gedacht, mich wird es nicht erwischen. Ich werde nicht zu denen gehören, wo es ein Problem ist. Das konnten die sich nicht ausmalen. Sind Leute, die gute Jobs haben, die sehr erfolgreich im Leben sind, die das haben, ihr Bildungsstand oder ihr Job kann sie auch schützen. Teilweise ein recht hohes Ansehen auch genießen. Aber es hat sie erwischt und das ist auch eine Welt für die Leute zusammengebrochen. War es das denn jetzt schon wieder mit Kritik an Crystal Meth? Natürlich sieht nicht jeder nach kurzem Konsum so aus, aber eine Abhängigkeit führt zu vielen Nebenproblemen. Beschaffungskriminalität, Vernachlässigung der Arbeit, Familie, Freunden und Partnerschaft, Bewusstseinsveränderung und Ähnlichem. Wo ist denn da die Aufklärung? Insgesamt wirkt das fast so wie ein Werbefilm für Campsex. Wenn ihr Drogen nehmt, dann habt ihr geilen, enthemmten Sex, so wie ihr ihn schon immer haben wolltet. Und schaut her, Tazio macht das schon seit 10 Jahren regelmäßig und der kommt super damit zurecht. Y-Kollektiv und Funk als Träger sind doch öffentlich-rechtlich.
die haben einen Bildungsauftrag und alles, was in dieser Doku gemacht wird, ist dem Zuschauer zu vermitteln, wie geil Chemsex ist. Über die negativen Seiten von Chemsex will ich auch mit Taggio und Wolf nochmal sprechen. Wir treffen uns wieder in Berlin auf dem Tempelhofer Feld. Ein Jahr nach der gefilmten Chemsex-Nacht ist nicht nur die Corona-Welt über uns eingebrochen, auch bei den beiden ist viel passiert. Und ich frage mich, welche Rolle die Drogen bei diesen neuen Entwicklungen spielen. Was hat sich für euch persönlich jetzt in dem Jahr so verändert? Auch da einiges. Es gibt neue Beziehungskonstellationen. Wir haben entschieden, eine Beziehung, eine romantische Beziehung, die auch sexuelle Anteile hat, nicht mehr weiterzuführen. Tasche seinerseits hat eine neue Beziehung. Ich war zwischenzeitlich in einer psychosomatischen Fachklinik, weil ich ein paar psychische Probleme hatte. Ja, also doch einiges. Also zusammengefasst, ihre Ehe ist zerbrochen und Wolf musste in die Klinik. Und das innerhalb von einem Jahr, obwohl Tazio davor noch gesagt hat, dass das der beste und hübscheste Mann ist, den er je getroffen hat und er die Ehe mit ihm total genießt. Was ist die Ehe denn dann eigentlich wert? Was ist denn die Paarbindung wert? Inwiefern hatte Chemsex oder generell Sex mit anderen einen Einfluss darauf? Und wieder keine einzige Zwischenfrage des Reporters. Genau, du hattest deine Depressionen. Ich hatte selbst auch so eine Art Politdepression, also eine Phase, weil Politik für mich halt unglaublich wichtig ist, so eine Phase, wo ich total in so ein tief Hoffnungstief reinfiel. Und gleichzeitig erlebe ich halt eine Beziehung, in der ich tatsächlich die schönsten emotionalen und sexuellen Erfahrungen mache, die ich je gemacht habe. Taggio hatte eine Art Burnout, hat seinen Job gekündigt. Mit Wolf wohnt er weiterhin zusammen, auch wenn die romantische Beziehung vorbei ist. Also Taggio hat zudem seinen Job gekündigt und ist jetzt mit einer neuen Person zusammen, über die man nichts erfährt, außer dass der Sex geil ist. Man merkt schon wieder sehr deutlich, dass es ihm nicht um den Menschen geht. Es geht ihm nicht darum, eine tolle Person an seiner Seite zu haben oder gemeinsam durch dick und dünn zu gehen, sondern er will einfach geilen Sex haben. Der Partner ist dabei austauschbar und absolut irrelevant. Bei Wolf scheint das komplett anders zu sein. Der sehnt sich tatsächlich nach einer Bindung und ist weiterhin in Co-Abhängigkeit zu ihm, lässt ihn sogar weiter bei sich wohnen und sieht hier in dem Clip alles andere als glücklich aus. Eher wie ein gebrochener Mann oder geprügelter Hund. Wenn man jetzt von außen drauf guckt, könnte man ja irgendwie nach dieser Chemsex-Nacht, die man erlebt hat, wie man euch kennengelernt hat, ein ausschweifender Lebensstil, ja? Könnte man jetzt irgendwie sagen, ist das irgendwie eine Folge vom Drogenkonsum, was bei euch in einem Jahr passiert ist? Unsere Beziehung ist gescheitert, weil ich unter anderem, mehrere Gründe, ich brauche einen total sexuell dominanten Partner. Und irgendwie hat mir eine Zeit lang imaginiert, dass es Wolf sein könnte, aber das kann er halt nicht sein. Genau wie ich. Ich könnte auch kein sexuell dominanter Partner sein. Also nicht auf die Dauer. So, das geht nicht. Das war ein ganz wichtiger Grund. Aber die haben doch eh Sex mit anderen. Wo ist denn da das Problem, die Ehe zu erhalten, wenn man das möchte? Also die reduzieren Beziehung einfach komplett auf Sex. Und ja, zwei devote Personen passen eher schlecht zusammen. Aber das hätten sie doch schon von Anfang an rausfinden können. Also bevor sie heiraten. Oder ist das Problem, dass sie keine Drogen für den Sex mehr nehmen konnten, weil es beiden psychisch nicht gut ging und dadurch hat es einfach im Bett nicht mehr geklappt. Wolf ist dann in eine Klinik und dazu hat sich einfach jemand Neuen gesucht, mit dem er wieder Drogen nehmen kann. Hier fehlt eine Nachfrage, was da tatsächlich los ist. Was die Politikdepression angeht, verstehe ich ihn, aber ich denke nicht, dass wir ansatzweise aus denselben Gründen von der Politik enttäuscht waren. Die Berliner Zeitung hat tatsächlich sogar Raum gegeben, seine Klimadepression auszudrücken. Ich bin klimadepressiv. Denn uns bleiben maximal 10 gute Jahre miteinander. Taggio Müller ist ein wütender Klimaaktivist aus Neukölln. Er erklärt, warum er einerseits die Hoffnung verloren hat und andererseits trotzdem weitermacht. Also ja, Taggio wird wahrscheinlich ausgebrannt sein und eine Art Burnout haben. Und vielleicht hat er auch einfach festgestellt, dass er sein ganzes Leben lang aufgearbeitet hat, ohne irgendetwas Sinnvolles zu erreichen. Und ja, das würde mich auch verdammt depressiv machen. Vor allem, wenn ich einer apokalyptischen Sekte angehöre und mich als Hedo-Kommi und Climate Justice Schwuchtel bezeichne. Andere Gründe waren charakterliche Unterschiede, energetische Unterschiede. Also das Problem war nicht der Chemsex. Das waren die Momente, wo wir meistens noch Spaß hatten. Deswegen kann ich die Frage, ist eure Beziehung am Chemsex gescheitert, einfach völlig verneinen und andersrum sagen, sie wurde ermöglicht durch den Chemsex. Wenn man in einer Beziehung nicht kompatibel ist und unter Chemsex nur meistens Spaß hat, dann bleibt meine Frage bestehen. Warum habt ihr geheiratet? Wie viel ist euch das Wort Ehe überhaupt wert? Und wie definiert ihr denn überhaupt eine erfolgreiche Beziehung? Die Beziehung wurde nicht durch den Chemsex ermöglicht, sie wurde einfach darauf reduziert. Es gab offenbar bei den beiden nichts anderes Verbindendes oder Relevantes. Sobald sie nicht mehr unter Drogen rumhuren konnten, war die Ehe einfach vorbei. Ich reagiere da so ein bisschen irgendwie defensiv halt auch, weil wenn wir bestimmte Substanzen als Drogen bezeichnen, während wir Alkohol nicht als Droge bezeichnen, ist es ja sofort schon mal ein bewertendes Gefälle. Ne? Wenn wir sagen, eine Familienfeier findet nur statt und funktioniert nur, weil alle Drogen nehmen, denken alle,
ja, das beschreibt literally jede deutsche Familienfeier. Die funktioniert nur, ohne dass es knallt, weil die Leute alle saufen. Aber der Punkt ist ja, ich würde auch bei viel Alkoholkonsum jetzt vielleicht fragen, Du würdest die Frage anders stellen. Wenn wir sagen, dass wir ein Wochenende gefickt haben und wir dabei gesoffen haben, würden wir nicht mehr über den Alkohol reden. It wouldn't be an issue. Wir würden nicht über den Alkohol reden. Drogen kann man, weil sie gerade so moralisch belegt sind, kann man ihnen unglaubliche Wirkungsmacht zuschreiben. Ich sag's auch hier nochmal, Familienfeiern funktionieren durchaus auch ohne Alkohol. Man muss sich da nicht wegbeamen, wenn man ein gutes Verhältnis zu seiner Familie hat. Und ja, Sex unter Alkohol wird viel zu wenig thematisiert. Gerade was Casual Sex und Grenzüberschreitung angeht, ist Alkohol der Hauptverursacher dafür, da man eben enthemmt ist und das Eigenbewusstsein eingetrübt wird. Bei Hookups mit Fremden spielt Alkohol in 89% der Fälle eine Rolle und in 63% wurden 4 Drinks oder mehr konsumiert. Dementsprechend wäre es an dieser Stelle nochmal wichtig, auf Konsens einzugehen und nicht anzufangen zu ranten darüber, dass Alkohol anders behandelt wird als Meth in unserer Gesellschaft. Beides sollte keine substanzielle Rolle beim Geschlechtsverkehr spielen. Wenn man irgendeine Droge braucht, um enthemmt zu sein, Sex genießen zu können oder sein Gewissen so stark zu betäuben, dass man sich überhaupt darauf einlassen kann, dann läuft etwas falsch. Und diese vehementen Rechtfertigungsversuche zeigen doch nur, wie tief die beiden in dem Sumpf drinnen stecken und wie arg die das rationalisieren müssen, damit sie überhaupt weitermachen können. Und im Grunde es von den Menschen wegnehmen. Und das ist der Punkt, gegen den ich mich halt immer mehr wehre. Das ist so, wenn mir jemand sagt, ich war so hacke, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, hab dann irgendwie Heil Hitler gerufen. Ja, dann bist du vermutlich ein Nazischwein. Du hast nicht Heil Hitler gerufen, weil du Crystal Meth geraucht hast oder gesoffen hast. Du hast Heil Hitler gerufen, weil du Nazischwein bist. Ich lasse mich auspeitschen beim Sex, weil ich eine submissive Schlampe bin. Nicht, weil ich Crystal Meth geraucht habe. So, wir haben uns getrennt, weil wir echt nicht die richtigen Partner füreinander sind im sexuellen und romantischen Sinne. Nicht wegen der Drogen. Wolf ist depressiv, weil eine ganze Reihe, ein komplexes Faktorenbündel am Start ist. Nicht die Drogen, obwohl die Drogen da durchaus ein Element in dem Faktorenbündel sein können. Einfach nein. Zum einen, nicht jeder, der irgendwo Heil Hitler ruft, muss ein Nazi sein. Die meisten sind tatsächlich einfach nur betrunkene Trolle. Und ich muss ehrlich sein, gerade wenn man in Frankfurt oder Berlin unterwegs ist, wird einem der Hitlergruß meist von Ausländern gezeigt. Und was den Rest angeht, ja, du lässt dich halt auspeitschen, weil du submissiv bist und das geil findest. Aber warum brauchst du Drogen dafür? Das ist doch die Frage. Die meisten in der BDSM-Szene machen das ohne Drogen. Du brauchst diese aber dafür. Das heißt, die Droge hat einen enormen Einfluss auf dein Sexualleben, weil es ohne diese Droge komplett anders aussehen würde. Und was die Depressionen von Wolf angeht, ja, diese werden multifaktoriell sein. Aber vielleicht sind ein paar der Gründe davon fehlende Paarbindung, perverser, nicht konsensfähiger Sex, Bewusstseinsveränderungen durch Drogen, Dopaminmangel durch Drogen, Leben und Geld verdienen, nur um alle paar Wochen sich wegbeamen und durchnudeln lassen zu können. Vielleicht sähe sein Leben ohne Drogen und in einer harmonischen Beziehung ja komplett anders aus. Ich verstehe den Punkt total. Und ich verstehe auch, dass es ja um den Sex geht und nicht um die Drogen. Ja? Und dass es zum Beispiel darum geht, wie kann ich geilen Sex zum Beispiel haben. So. Wenn aber auf Dauer, wenn doch der Preis zum Beispiel, den ich dafür zahle, vielleicht doch diesen Lohn am Ende überlagert, ist das dann aber ein Problem. Dann müssen wir drüber reden. Okay, aber du redest die ganze Zeit schon über den Preis. Dann möchte ich jetzt auch mal ein bisschen über den Lohn reden. Was ist denn dabei rumgekommen? Also sozusagen, ihr übertreibt das Hören der Kosten in eurem Kopf, weil ihr es so moralisch aufgeladen habt. Und über den Lohn habt ihr gar keine Erzählungen. Da habt ihr gar kein Verständnis davon, was da passiert. Weil die meisten von euch noch nie wirklich guten, befreiten Sex hatten. Und hier kommt tatsächlich mal die erste Kritik durch den Reporter und wird direkt niedergeschmettert. Guten, befreiten Sex kann man also nur unter Drogen haben. Tazio hat am Anfang doch erwähnt, dass er es braucht, um überhaupt runterzukommen von seinem Alltag. Also mal daran gedacht, dass man dazu keine Drogen braucht, also dass Liebe, Intimität, Kuscheln, Partnerschaft und Ähnliches auch zu Entspannung führen können. Die meisten Menschen können sich einfach an die Brust ihres Partners kuscheln und die Welt, den Alltagsstress und alle Probleme komplett vergessen. Und es gibt Menschen, die extrem intim und erfüllenden Sex komplett ohne Drogen haben können. Ich würde sogar sagen, die meisten Menschen. Das heißt, Tazio-Sex ist nicht befreit. Er ist absolut oberflächlich und an die Drogen gefesselt. Er hat verlernt, erfüllenden Sex ohne Drogen haben zu können und reduziert sogar Ehe auf Sex, wodurch eine Beziehung bzw. auch seine Ehe ohne Drogen nicht mehr möglich war. Und das ist einfach armselig und bemitleidenswert. Ich lege jetzt niemandem nahe, nimm Crystal Meth. Was ich Leuten darlege, ist, finde Wege, zu einer befreiten Sexualität zu finden. Und diese Frage, diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die muss man jede Person für sich selbst machen. Ich bin eher dafür, lieber aufklären und sagen, pass auf, das und das kann passieren. Und wenn das passiert, ist das richtig scheiße und du bist richtig gefickt auf unschöne Weise. Aber das und das kann auch passieren. So. Und das ist auch wieder ein Ausdruck dafür, dass unsere Gesellschaft es eben nicht hinkriegt,
zu respektieren, dass wir eigene Entscheidungen, mündige Entscheidungen treffen können. Natürlich darf jeder Mensch mündige Entscheidungen treffen und versuchen, sein Sexleben so auszuleben, wie er möchte. Aber Tazio stellt es ja so hin, als ob man den besten Sex unter Drogen hat, dass man nur dann befreite Sexualität erleben kann. Und das ist nun mal schlichtweg falsch. Und vor allem eine völlig falsche Botschaft für alle Zuschauer dieser Doku. Ja, Aufklärung ist wichtig, aber das findet in der Doku jedoch gar nicht statt. Es bleibt eine Werbeveranstaltung ohne wirkliches kritisches Hinterfragen und im Endeffekt ein schwuler Softporno. Ich kann verstehen, was Wolf meint. Über ein Jahr arbeite ich jetzt an dem Thema, diskutiere viel in der Redaktion über unsere Haltung und auch über das Thema Jugendschutz. Und dann sind Tadjo und Wolf auch zwei, die eher zu den extremen Camsex-Leuten gehören und eine verdammt klare Haltung haben. Diese Haltung muss man nicht teilen. Aber auch ich finde, aufklären ist besser als verteufeln. Denn Camsex ist ein echt beladenes Thema. Sex, Drogen, schwule Szene, Druck, Scham, Moral, Abhängigkeit, Freiräume, Verschieben von Grenzen. Da sollten wir zuhören und drüber sprechen können. Cool, dass ihr euch auf dieses Thema eingelassen habt. Jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr denn von Lust und Rausch? Also falls ihr gerne Sex habt, gehört für euch dann auch mal Alkohol dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr zum Thema Campsex hören wollt, ich war auch bei meiner Kollegin Julia im Y-Kollektiv-Podcast dazu. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Und falls ihr noch ein anderes Video sehen wollt, man kann den Sex natürlich auch anders pimpen, zum Beispiel mit Sex-Toys. Davon werden euch einige vorgestellt von meinen Kolleginnen von Auf Klo. Und das war's. Mehr kommt dazu auch nicht. Nur viel Verständnis und das Erwähnen, dass die beiden ja recht extrem unterwegs sind. Und nicht mal im Q&A wird das dann noch aufgearbeitet. Da wird zwar auf einzelne Kritikpunkte eingegangen, aber auch nicht wirklich tiefgehend. Also spart euch die Zeit, das anzuschauen, das lohnt sich nicht. Dementsprechend fassen wir mal zusammen. Diese Doku verstärkt und bestätigt Vorurteile über schwulen Sex. Sie zeigt zwei komplett wahnhafte Drogensüchtige, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen und obwohl sie ihre Ehe zerstört und ihre psychische Gesundheit ruiniert haben, trotzdem weiterhin Drogen konsumieren und glorifizieren. Es wird eine perverse, exzessive, schwule Sexorgie unter Drogen grafisch gezeigt, für die sich die Protagonisten selbst schämen, aber es jederzeit wieder machen würden. Weder auf Risiken noch auf die Drogen selbst wird dabei konkret eingegangen. Also, was soll diese Doku jetzt eigentlich bezwecken? Schwule werden in schlechtes Licht gerückt, Drogen werden verharmlost, Safer Sex und Krankheitsprävention sind gar kein Thema, Sicherheitsaspekte werden komplett ignoriert, Konsens spielt keine Rolle und auch rechtliche Themen sind scheißegal. Inwiefern ist das denn Qualitätsjournalismus? Inwiefern ist das denn wert, staatlich finanziert zu werden? Ich habe das Gefühl, dem Reporter ging es einzig und allein um Sensationsgeilheit und ein möglichst heikles Thema grafisch zu präsentieren. Oder eben tatsächlich voyeuristische Tendenzen auszuleben und einen schwulen Porno selbst zu drehen, wer weiß. Ganz ehrlich, die Doku wäre so viel besser, wenn sie informativer und kritischer gewesen wäre. Und dabei geht es mir nicht darum, dass man als Reporter seine eigene Meinung reinbringt, sondern eben einfach objektiv aufklärt an den Stellen, wo es notwendig ist. Und dabei belasse ich es auch für heute. Ich hoffe, ihr könnt meine Kritik nachvollziehen und das Video hat euch grundsätzlich gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und damit ihr zukünftig nichts verpasst, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Schonungslos, over and out.